Ein sportliches Willkommen hier auf dem offiziellen YouTube-Channel der Emil Frey Vogel Automobile. Ja, lange ist es her, bis wir so einen mal wieder in der M-Family begrüßen durften. Da hat uns die M-GmbH ganz schön warten lassen, aber das hat sich gelohnt. Wir haben ihn endlich als Premiere mit am Start, den aktuellen BMW M3 Touring als Competition mit Allrad. Ich freue mich riesig drauf und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Die Woche drauf fahren wir ein Ründchen damit. Ja, da steht er in seiner vollen Pracht. Jetzt würde mich zuallererst mal eure Meinung interessieren. Schreibt doch gerne mal runter ins Kästchen, was ihr über dieses Fahrzeug hier denkt. Was gibt es schon Besseres, um Leistungsfähigkeit mit der vollen Funktionalität und Flexibilität eines Tourings zu koppeln? Hier steht die Antwort, der aktuelle M3 Touring. Der Plan für heute, wir machen einen Walkaround rund ums Fahrzeug. Wir zeigen euch einfach mal seine schönsten Seiten und wie versprochen, nächste Woche fahren wir ein Ründchen mit. Eines muss man sagen, das hier ist nochmal eine ganz, ganz andere Stufe an Sportlichkeit als beim M340i Touring. Also wer hier noch das i-Tüpfelchen im M-Motorsport sucht, sollte hier bestens bedient sein. Ganz, ganz typisch und auch, ja, man muss sagen, gleich zur normalen Limousin-Variante fällt das Frontdesign aus. Wir sind bei knapp 2 Meter in der Breite. Nach wie vor dürfen wir uns auf die klassischen BMW-Merkmale freuen. Also ein schöner, in dem Fall, angedeuteter LED-Scheinwerfer. Das ist die Grundvariante. Optional könnt ihr hier noch auf Laserlicht umschalten. Dann hat er auch die Ringe richtig schön durchgehend mit dabei. Aber auch die Variante gefällt mir. Gerade mit der Lackierung hier in Skyscraper Grau. Ein echt schönes Bild. Vor allem, weil der Scheinwerfer in sich schwarz ausfällt. Ganz passend auch hier zum riesengroßen Kidney Grill. Das ist ja sozusagen das heutige Erkennungsmerkmal hier beim M3 bzw. auch bei unserer M4-Reihe. Alles sehr, sehr groß designt, mittig davon das Nummernschild. Querstreben sind ebenfalls dabei und hier weisen wir ganz deutlich darauf hin, da ist Power unterm Fach, aber deutlich, 510 PS, also da kommt echt Freude auf. Auch das nochmal eine ganz, ganz andere Ebene als bei unserer herkömmlichen Modellpalette. Also da hat sich die M-GmbH definitiv was bei gedacht. Ganz schön auch hierbei, wir haben ein sehr extrovertiertes Stoßstangendesign mit dabei, tiefgehende Lufteinlässe, mittig und auch seitlich und auch ganz toll gemacht in schwarz hochglänzend diese Seitenschwerter hier. So muss das sein! Gelungener Einstieg von der Front, die uns auch wirklich förmlich auffrisst. Also ich muss sagen, die sieht brachial aus. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin sowieso ein echter Fan von unseren Kombimodellen. Geht es direkt weiter zur Seite. Und meine Lieben, jetzt wird es natürlich so langsam ikonisch. Warum? Weil es ist endlich seit langer Zeit mal wieder ein Touring reinrassig von der M-GmbH. Und so sieht das Ganze dann als Endprodukt aus. Und ich muss schon sagen, es ist der absolute Knaller. Wir fangen mal ganz anders an. Kommt mal her. Seht ihr hier die Kotflügel? Die Seitenwangen, die hier so richtig schön rauskommen, zusätzlich mit der Lippe dran. Das macht ihn für mich aus. Ein bisschen spannen wir euch heute noch auf die Folter. Das Heck gibt es erst zum Schluss zu Gesicht. Trotzdem, 4,8 Meter in der Fahrzeuglänge. Er ist sage und schreibe 1 cm länger als die Limousinenvariante und 1,44 Meter in der Fahrzeughöhe. Was mir ebenfalls sehr gut gefällt, die Kombi hier mit dem Skyscraper Grau, kann man definitiv machen. Ihr habt da auch die Qual der Wahl. Möchte ich den wirklich extrovertiert gestalten, also farblich oder sogar in schwarz oder grau matt, also Frozen Grey oder Black, oder tatsächlich auf Understatement hier mit dem BMW M3 in Grau. Der Wolf im Schafspelz. Ich denke, wenn wir später auf der Autobahn fahren, kommt das auch noch so richtig raus. Ebenfalls einzigartig hier die Side Scuttles. So viel Liebe zum Detail ist auch mit dabei. Der BMW M3 Competition Schriftzug dabei. Der Seitenschweller
Sehr schön abgesetzt nochmal in Schwarz-Hochglanz. Der kommt weit raus mit am Start. M-typische Spiegel inklusive Seitenstrebe. Komfortzugang optional, alles mit dabei. Und was mir ebenfalls sehr, sehr gut gefällt, hier das Dach komplett in Schwarz. Das gibt es aktuell nicht in Carbon aufgrund der unfassbaren Länge. Also man muss sich ja vorstellen, die Limousine ist circa so, würde ich jetzt mal Pi mal Daumen sagen. Und wir haben tatsächlich noch diesen zusätzlichen Bereich dann hier aufgrund der Kombibauweise. Ganz toll gemacht, der Spoiler. Nochmal einen draufgesetzt, um auch da dem Fahrzeug noch den möglichst einzigartigen Touch zu verleihen. Ja, meine Lieben, das ist ein Touring, der muss natürlich auch praktisch sein. Auch das kann man hierzu sagen, der M3 Touring hat eine Dachreling mit am Start. Heißt für euch, da kann es wirklich mal in Skiurlaub gehen mit der Dachbox. Bringt ganz viel Spaß und Freude mit sich. Unser BMW M3 Competition Touring sieht natürlich nicht nur gewaltig aus, da steckt auch jede Menge Technik drunter. Sicherheit steht im Vordergrund, daher auch ein kurzer Blick auf die Bremse. Hier einmal die serienmäßige Sportbremse in Blau. Auch hier habt ihr natürlich die Qual der Wahl. Wir können optional im Konfigurator die M-Compound-Bremse zusätzlich in Rot oder sogar Schwarz anklicken. Für diejenigen unter uns, die da noch nicht genug haben, wenn es mal auf die Rennstrecke geht, da rate ich euch zum Trackpack. Da habt ihr dann eine M-Keramikbremse mit dabei, inklusive Carbon-Schalensitze. Und dann sieht das Ding nochmals verschärfter aus. Hier einmal ein Winter-Komplettradsatz angebracht. Aufgrund der jetzigen Jahreszeit haben wir da nicht die Möglichkeit, euch die schönen Originalfelgen zu zeigen. Aber auch das gibt dem Fahrzeug nochmal, ja, die Kirsche auf der Torte, kann ich fast sagen. Und wo ich hier gerade so hergelaufen bin, wir müssen es euch wirklich zeigen. Schaut mal her, wie schön das hier rausgeht. Also das macht das Auto echt aus. Wenn ihr hier den optischen Unterschied nochmal zum normalen Touring sucht, seid ihr hier richtig aufgehoben. M meets Touring, so sieht das Endergebnis dann aus und herzlich willkommen zur heutigen Sugar-Seite. Da steht er, der M3 Touring mit einem richtig schönen breiten Stand, wie versprochen, extrem bullig, so muss es sein. Gerade mit der Farbe Grau kommt es richtig schön gerade in dem Bereich hier raus und es hat eigentlich recht wenig mit so einem Alltagskombi zu tun. Tipp von mir an die Familien unter uns, macht euch doch da gerne so ein Baby-on-Board-Aufkleber drauf, da könnt ihr dann an der Ampel den ein oder anderen ärgern. Also echt, echt gelungen das Ganze. Wir haben den auch aktuell im Schauraum in matt-schwarz stehen. Auch das gefällt mir sehr gut. Was hier in gewisser Weise auch einzigartig ist, sind die Reflektoren in der Stoßstange drin. Natürlich ein riesengroßer Diffusor und es darf nicht fehlen, vierflutig, eine riesige Abgasanlage. Hier einmal meine Faust. Es ist echt brachial. Gleich machen wir auch noch einen Soundcheck. Die Lampen an sich, die kennen wir ja bereits. Ganz klassisch auch wieder, Tradition, die L-Form mit dabei, hier wären dann die Rücklichter. Alles so, wie es sein muss. Und ich kann es nicht oft genug sagen, und das finde ich auch wirklich sehr gut an dem Auto, der praktische Zweck, der steht immer im Vordergrund. Hier ist das Knöpfchen nach wie vor dabei zum schnellen B- und Entladen. Auch das kennen wir ja mittlerweile so, das gibt es ja beim 3er und auch 5er Touring. Und hier einmal das Kofferraumvolumen. Testfrage, M3 Limousine, was hat sie an Kofferraumvolumen? 3 Sekunden habt ihr Zeit. Ich helfe euch auf die Sprünge, 480 Liter. Und was hat er hier? 500, und jetzt kommt es bei umgeklappter Sitzbank, bis sage und schreibe 1510 Liter. Und das, was wir hier sehen, ist auch tatsächlich alles serienmäßig dann mit am Start. Ihr dürft euch auf ein Rollo freuen. Das ist mit verbaut, können wir auch ganz schnell über den schwarzen Knopf rausklicken lassen. Da ist dann auch noch mal das Netz mit dabei und hier haben wir auch noch etwas Staumöglichkeiten. Ja, kann man sich auch schon fast reinlegen. Es gab mal so ein ganz witziges Video, können wir euch gerne mal unten verlinken, die sogenannte M-Town. Da hatten wir ganz kurzes Release dabei. Da saß Markus Flasch, der Geschäftsführer der M GmbH, hier hinten drin und man hat es ganz kurz sehen können. Und man musste wirklich noch lange drauf warten. Eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Egal. Soundcheck. Wir starten ihn. Währenddessen schreibt bitte mal runter ins Kästchen. Nehmt euch die Zeit, was gefällt euch hier besser?
Limousine oder Touring? Aus privatem Umfeld kann ich sagen, dass der hier die Nase etwas vorn hat. Also ein Großteil meiner Leute, die fahren voll darauf ab. Ich mittlerweile auch, weil das Ding schlägt wirklich über jegliche Stränge. Lauscher auf. Schatz, ich bin dann mal Brötchen holen, würde ich sagen. Also der absolute Knaller, habt das gesehen, wie die Kameralinse beschlagen ist? Es spricht für sich. Wir haben das Gefühl, der ist noch ja, so ein kleines bisschen lauter als die Limousine. Aber das ist der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, es konnte euch überzeugen. Der Innenraum, ihr Lieben, auch natürlich wunderschön, zugegebenermaßen auch im heutigen Video, er gerät so ein bisschen in den Hintergrund, weil man ist echt geflasht von diesem Auto. Nichtsdestotrotz, auch drin dürfen wir uns ja auf ganz, ganz viel M-Motorsport freuen. Hier einmal die serienmäßigen Sitze in Leder Merino Schwarz. Ganz toll, passend zur Außenfarbe, grau hinterlegt, diese Seitenbereiche hier in Alcantara. Und eine echt schöne Perforierung in Rücken- und Sitzbereich. Viele Elemente verbaut, ich lieb's, ein beleuchteter BMW M3 Schriftzug. Und man sitzt auch wirklich super bequem hier drin. By the way, es gibt den hier nur als Competition mit X-Drive. Nichts mehr, Ende Gelände. Bei der Limousine, da haben wir ja eine Normalvariante, mittlerweile ein Competition und dann on top dazu nochmal ein Competition mit X-Drive. Heißt hier aber für euch Carbon, Carbon, Carbon. Also die komplette Spange ist in Carbon mit am Start. Aus CFK-Gewebe, hier die Schaltpedals. Und ich denke, mehr muss man einfach nicht sagen. Wir haben schon das ein oder andere Video zu diesen Fahrzeugen gemacht. Es ist alles da, wo es sein soll. M1, M2 Schnellwahltaste. Hier mein Fahrbereich mit einem 8-Gang Drive-Logic-Getriebe. Dreistufig verstellbar, in Summe sogar über das System sechsfach. Also es gibt da drei normale Drive-Stufen und zusätzlich drei Sportstufen. Ja, mehr machen wir wirklich im fahraktiven Part. Sitze übrigens, die gibt es in Vollcarbon. Also auch teilweise nur so dick. Hier mittig mit dem Hückel drauf. Wir blenden da gerne mal ein Video von ein. Auch das kriegen wir in dieses Fahrzeug mit rein. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Du sitzt hier vorne drin in den Carbon-Schalen sitzen, hast dann vielleicht die Kindersitze hinten rechts, links drin. Also besser kann man doch sein Hobby nicht mit der Family vereinbaren, oder? Interieurleisten, Carbon Fiber. Auch das ein Tipp von mir, das muss schon rein ins Auto. Und tatsächlich, er hat auch das Curved-Display mit an Bord. So viel Zeit muss selbstverständlich auch noch sein. Wir schauen ihn uns an, den High-Performance M-Twin-Power-Turbo Reihen-Sechszylinder. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Ihr habt richtig gehört, Sechszylinder, das in der heutigen Zeit auch nicht gerade gewöhnlich. Man kann schon fast sagen, im Vergleich zur Marktbegleitung, so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Euch erwarten 510 Pferdchen, 650 Newtonmeter, 2993 Kubik. Wie schnell geht es von 0 auf 100? In 3,6 Sekunden. Und ab Werk ist er bei 250 km/h abgeregelt. Auch da gibt es natürlich mittels M-Drivers Package die Möglichkeit, etwas aufzustocken. Das soweit zu den Daten und Fakten. Meine Lieben, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Bewusst mal mit der Heckansicht, weil die spricht Bände meines Erachtens nach. Mit unserem Allrounder, dem BMW M3 Competition Touring mit X-Drive. Es war mir ein Gedicht. Wenn ihr hierzu noch mehr Fragen und Anregungen habt, ruft mich an, kommt vorbei. Kleiner Tipp von mir, schaut euch das gute Stückchen mal live on stage an. Das lohnt sich definitiv. Und dann freuen wir uns auch schon nächste Woche, damit fahren zu können. Denkt dran, Däumchen nach oben, Abo dalassen und die Glocke aktivieren.